Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Sonic Unleashed. Ganz genau, im letzten Part hatten wir das Nachtlevel von Shannon gemacht. Und in diesem Part, wir sehen es, müssen wir gegen den Darkgaia Phönix kämpfen. Denn der Älteste wurde schon von ihm in die Mangel genommen. Wir haben hier ein bisschen Wasser, um ihn abkühlen zu können. Das müssen wir uns nehmen. Und wenn er so ist, dann können wir ihn treffen. Oh, er hat irgendwas geschossen. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir ganz schnell zu ihm kommen. Hoch da. Und dann können wir ihn attackieren. Und jetzt Tastenkombination. Timing Event. Sehr gut. Und das mehrmals. Sehr gut. Hilfe. Ein ziemlich cooler Boss. Ganz ehrlich. Er hat was. Ich wusste es. Hier ist noch eine Medaille. Na, wo will er hin? Ist gar noch kein Wasserkrug. Lala, wo sind die Wasserkrüge hin? Aha, hier ist einer. Ich will ihn anscheinend auch so zwischendrin immer treffen. Ah. Ja, er kann mit seinen Dingern auch die Wasserkrüge erledigen. Zack! Oh, er braucht mehrere Treffer. Was macht der da? Gibt es Sonic weg da? Gott. Okay. Erledigen! Da ist wieder so ein Strich. Alles klar. Okay, mehr. Hui. Wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir das wiederholen. Also die Phase. Bam, 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 bam. Hat schon was. Begebt mich mal lieber hier nach oben. Oh. Wow. Hört sich an, als ob Elefanten im Hintergrund mitsingen. Aber deswegen begebe ich mich nach oben. Als er seinen Stampfer machen will. Okay. Bleibt dahinter. Nein, kein Stampfer. Oh Gott. Sonic. Take this. Ein bisschen schneller müsstest du schon sein, Sonic. Ja, jetzt hält er extra an. Oh, Leute! Ich bin nicht so schnell. Hey, Kamera! Wir können warten. Lass das. Lass das. Komm schon. Ah, es
wurde auch schon angezeigt, dass jetzt die Chance ist. Mhm. Machst du? Was tust du da, Sonic? Strike 3, Monster! That's enough out of you! Yeah! Okay. Sehr schön. Wir haben aber alle Medaillen gesammelt. Sehr schön. Wereclaw Charge. Stärke erhöht. Sehr schön. Ein schöner Boss. You all right? Yes, thank you. Whoa, what? Wir haben ihn gerettet. Sehr schön. Somit ist der nächste Kontinent wiederhergestellt. The moment the temple lit up, the beast woke up. It appears he's come back to his senses. I see. I'll bet your job is to guard the Chaos Emerald Temple. You must have gone berserk when the emeralds lost their power. Well, I'm glad you're back. Want some chocolate? Er war also auch nur von der Macht von Dark Gaia besessen. Your dinner, Doctor. Thank you. What's the progress on the Dark Gaia-powered Eggman Land construction system? Current status is 27% complete. Progress is significantly behind projected timetable. Presumed cause of delay is Dark Gaia's dispersion across the globe. Oh, of all the lazy! Here I go to the trouble of waking that Dark Gaia thing up, and it causes me nothing but delays. Dark Gaia had yet to reach maturity within the planet's core. Ergo, it was still incomplete at the time of its awakening. Ergo, it was unable to sustain its own weight upon its release. Ergo, it scattered around the world. I don't want to hear about its weight issues. So what if I gave it a bit of a sudden awakening? This is unacceptable! Ergo, this is the repercussion of your hasty actions. What was that? I'm having a bad enough day as it is. First that professor runs off with the Gaia manuscripts, and now the planet's coming back together! That, Doctor, is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions.
Quiet, you junkie! That was all part of my plan, part of the big picture! Where's the fun in having my plan succeed without any challenge? Anyway, what's the status of the remaining temples of Gaia? Eggman forces have currently secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That'll take care of Sonic for now. Which leaves the problem of Dark Gaia. It'd be difficult to collect every piece scattered all across the world. Searching conventional wisdom banks for topical advice, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, well, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! With this, all of my plans will be realized! Was hat er nur vor? Oh. Ja, schön. Eine schöne Zwischensequenz und schön viel erlebt jetzt. Den ersten Nachtboss erledigt. Sehr schön. Hallo, wer bist du denn? Du gehörst hier nicht hin. Ich heiße Branda, Schönheit von Beruf und freie Schriftstellerin. Es ist offensichtlich, dass mit dem Planeten etwas passiert, aber trotz meiner Bemühungen kann ich diese Ursache nicht herausfinden. Als Journalistin ist es meine Aufgabe, die nackte Wahrheit zu enthüllen. Es muss jemanden geben, der etwas darüber weiß. Ist das so? Ich gehe dann mal weg. Ich bin derjenige, der etwas weiß. Na, seid ihr froh, dass er wieder da ist? Unser Dorfschatz war der Schlüssel zum Tempel. Erstaunlich, oder? Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ihr seid immer willkommen. Das ist doch schön. Ich bin so froh, dass du wieder da bist, Großvater. Und er? Ist er auch froh? Gut gemacht, Sonic. Großvater ist jetzt wieder zurück. Du hast ihn gefunden, richtig? Vielen Dank. Ah, jetzt sorge ich mich nicht mehr und brauche nur noch hungrig sein. Hast du was zu essen? Ah, hey, ich hänge fest. Ich habe Hunger. Hilfe, ich hänge. Gehen Sie weg, ich hänge. Ich will doch gar nicht mit dem reden. Danke. Es gibt also auch Hotdog-Missionen, habe ich gerade gesehen, für die Nachtlevel. Da machen wir bestimmt nicht mit. Bestimmt nicht. Habe ich die nicht schon mal gesammelt? Egal. Ja. Hallihallo. Wow, ihr beide seid ja einfach unglaublich. Ihr habt den Ältesten gerettet und wollt jetzt den Planeten reparieren? Da habt ihr euch aber was vorgenommen. Ist das nicht gefährlich? Ach, Quatsch. Ist doch nicht gefährlich. Aber bevor wir Chandan verlassen, können wir hier noch ein paar Souvenirs mitnehmen. Lins Fleischklöße. Diese berühmt gedünsten Klöße bereiten Lin seit 90 Jahren zum selben Preis zu. Was? 90 Jahren? Hilfe. Selbstgekochtes Mittagessen. Komm an schönen Tagen für eine Extra-Portion vorbei. Und das Übliche. Die Flagge nehmen wir mit. Und den Bilderrahmen nehmen wir mit. Und dann haben wir was für den Professor. Sehr schön. Bam 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 bam. Okay, schön. Was können wir noch tun? Alles klar, schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Nach Spagonia. Da ist der Lichtstrahl. Wir müssen also wieder Bericht erstatten, wahrscheinlich. Aber war ein schöner Boss. Hat was. Wirklich. Nice. Na?
Kann ich da drauf grinden? Ja, können wir. Cool. Sehr schön. Was hat mich zurückgebracht? Wow. Hey Mauro, wo bist du? Du kleiner Schlingel, komm raus. Oh oh. Schön, man sieht ja sogar was da drin. Die hat sich ganz alleine bewegt. Tja, wo ist Mauro? Oh nein. Diese Lucia, wenn sie nach Hause kommt, dann erzähle ich ihr was. Sie hat mein Essen verdrückt, als ich nicht hingesehen habe. Und als ich schimpfte, rannte sie einfach davon. Ich bin schnell, aber ich erwischte sie gar nicht. Du siehst sehr schnell aus. Würdest du Lucia bitte suchen und herbringen? Na klar, wir sind blitzschnell. Ich wusste es, dankeschön. Was ist das? Es gibt sogar mit Sonic? Also mit Tag? Mission, die so aufgebaut sind. Here we go! 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 Hallihallo! Einmal durchrasen, bitte. Aua! Aua! Mal weißt ihr, wie herrlich das hier alles ist? Und ein paar Bomben gewesen. Okay. Hab ich gefunden. Sehr schön. Oh yeah! Bam, bam! Yeah! Halt, Mann! Sind auch viele Stacheln platziert worden. Bam! Bam! Yeah! Ach, ich wollte durch. Oh, es geht doch auf Zeit. Komm, mach hin. Okay. Hilfe. Hilfe. Nein, ich wollte doch drüber springen. Einfach drüber. Und zack, weiter geht's. Warum? Den Stacheln verstehe ich nicht ganz, warum die sein müssen. Hä? Sinn? Okay. Alles klar. Nein! Ich hab doch gedrückt. Wie schnell muss ich hier drücken? Gott. Nein, stopp. Wie geht der Lichtgeschwindigkeitssprint? Mit den Ringen. Ah! Was bist du denn? Ich kann keine Toll. Wunderschön. Sag mal, ich frage, warum es Checkpoints gibt in dieser Mission? Ich kenne das Level, aber ich spiele das doch noch hier ohne Checkpoints. Seid ihr wahnsinnig? Nee, rette dein Sohn allein. Ohne Witz. Hat sie wohl nicht mehr alle. Nee. Spiel das doch nicht und Checkpoints. Wie gesagt, wenn man nicht alles. Hallo Amy. Bin wieder normal. Oh Sonic, ich hab's gehört. Hast du echt das Viech besiegt? Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Du hast bestimmt BAM und dann hast du GAH. Ja, genau. So ungefähr war das. Richtig. Hallihallo, Herr Professor. Wunderbar, wieder ein Stück zurück. Sehr gut, Sonic, mein Junge.
Mach weiter so und der Planet ist in 0, nicht so gut wie neu. Ich würde jetzt so gerne Dr. Eggmans Gesichtsausdruck sehen. Wo wir gerade bei ihm sind, er scheint recht aktiv geworden zu sein. Ich habe von merkwürdigen Robotersichtungen hier und in Chang'an gehört. Der Gedanke allein macht mir Gänsehaut. Sieh, was du herausfinden kannst. Also gut, hast du Fragen? Nee, ich habe Souvenirs. Ich. Oh, danke, ein Hinweis. Pass gut auf, wenn du den Wasserfall erreichst. Du könntest einen höchst unerwarteten Schatz finden. Aha, welcher Wasserfall? Ein schneller Stampfer und du bist ruckzuck am Boden. Mit diesem Trick könntest du sogar ganz neue Wege finden. Auf jeden Fall hilft es dir, das Ziel in Rekordzeit zu erreichen. Was hätte ich vergessen? Ich habe noch ein kleines Geschenk. Eine Sonnenmedaille. Ah, es ist passiert. Schön. Ist gut. Danke. Okay. Hui. Jetzt haben wir diesmal wirklich eine Medaille von ihm bekommen. Dafür das muss gesammelt haben. Und hier ist auch noch einer. Dankeschön. Ah, oh Gott. Ja, die können schon manchmal ziemlich dolle sein, diese Mission. Hilfe. Wahnsinn. Gott. So, da ich euch das eh rausgeschnitten habe, mit der komischen Mission da, mal schauen, was es jetzt so gibt. Scheinbar schaltet die Sanduhr von Tag auf Nacht zurück, wenn du sie berührst. Ach nee, auch schon mitbekommen. Willst du denn da raufkommen? Ich habe doch einen Wandsprung. Oder etwa nicht. Naja. Okay, da kann ich noch nicht lang. Aber hier kann ich lang. Gibt es hier am Tag wirklich nichts? Oha! Die brauchen wir unbedingt. Damit gehen die Laser schon mal weg. Ach Leute, da kommt man ziemlich schwer hin an das Konzeptgrafikbuch. Wandsprungstiefel, Stiefel, die mit Federn versehen sind. Damit kannst du dich federn den Schrittes bewegen. Ha. Kannst nun auch Wandsprünge an der Oberwelt machen. Ach so. Ja, ich weiß doch. War nur falsch. Danke. Ach, bitte. Hallo. Ja, aber so richtig funktionieren tut er nicht. Oh, ich wollte dahin. Gott, ist das nervig, da dran zu kommen. Danke für das Kunstbuch. Da ist was. Wir finden also doch ein Taglevel. Sehr schön.
von hier. Vom Spiel. Was ist das? Ach, das sind die Dinger da. Aha. Diese Propeller sind das. Da, 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 da. Aber was ist das? Das ist ein Taglevel. Damit starten wir den nächsten Part. Also schaltet wieder einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und meinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.